Schnelle Ärmchen. Das ist ein falsches, schnelles Ärmchen, oder? Ja, du bist ein Filter. Das kommt später. Ich suche gerade Stahlkisten und andere Sachen, die wir brauchen für da oben. Aber ich finde immer nur Krimskrams. Okay, dann bau mir bitte nicht große Stahlkisten. Bau mir 10 normale Stahlkisten. Und bau mir... eigentlich brauchen wir ganz schnelle Ärmchen zum B- und Entladen, ne? Damit der Zug möglichst schnell wieder hoch kann, damit... Ja, okay. Very fast Output Inserter. Davon brauche ich dann 20 Stück oder so. Und ich sollte die grünen Chips selber abholen, damit mein armes Inventar nicht so viel craften muss. Aber wir werden keinen... Ja, wir haben keinen Überschuss an grünen Chips. Das Problem ist auch schon öfters jetzt aufgetreten. Das können wir bauen, das können wir bauen. Was fehlt für die Lok? 15 Engines. Das dürfte nicht schwer sein. Müssten eigentlich 2 Stacks hier irgendwo vorrätig sein. Da. Gib mir... So. 15 Stück, mehr nicht. Also, eine Diesel-Locomotive. Ja, Cargo-Wagon bin ich ein wenig skeptisch gerade. Weil ich kann es mir gut vorstellen, dass die Cargo-Wagons, die späteren... Naja, die brauchen keine Cargo-Wagon 1 zum Bauen, sondern ganz andere Sachen. Aber momentan ist die Forschung ja eh recht träge. Ich denke nicht, dass das wir so schnell hinbekommen mit denen. Hier ist alles okay. Ja, sieht alles okay aus. Gut. Was ist hier los? Achso, hier war... Aha, die habe ich ganz vergessen. Da habe ich ganz viele Kisten gebaut und ganz viele Ärmchen, weil hier so viele Steine ankommen werden. Das hält sich eigentlich sogar noch ziemlich in Grenzen, aber okay. Hatte ich mir größer vorgestellt. So, das heißt, die Steine... Ich tue sie mal hier hin. In die Kisten, weil es einfach näher dran ist an unserer zukünftigen Schienenanlage. Obwohl, ich nehme einfach eine von den Stahlkisten und schmeiße die dahin und sage, das ist jetzt die Stahlkiste für die Bahnarbeiten. Ja, sehr gut. Ihr seid immer noch nicht fertig. Dann hör mal auf damit, bitte. Ich muss gerade wichtigere Sachen machen. Und zwar die Stahlkiste ist da. Und ich würde die wirklich gerne irgendwie beschriften können. So, da. Also in die Kiste kommt jetzt Zeug rein, das wir für die Bahnarbeiten brauchen. Lokomotive ist fertig. Ich baue mal 3 Cargo-Wagons fürs Erste. Und ich brauche eigentlich noch eine zweite Lokomotive, ne? Vorne und hinten. Ich will jetzt nicht schon anfangen mit Kreisverkehr und Lichtern und all so ein Gedöns. Die sollen nur einmal hier hinfahren und wieder zurückfahren, dann ist gut. Wo ist die Lok? Da sind die Cargo Wagons. Hier ist alles voll. Ich sehe keine Lok. Ah, ich habe sie noch nicht gebaut. Okay, das erklärt es natürlich. So, du fahr mal dahin. Du hast keinen Sprit. Dann wollten wir davon bauen. Wir wollten das so hinbekommen, dass du hier irgendwo hältst und hier dann die Ärmchen hinkommen. Die sehr schnellen, vielen Ärmchen. So, gucken wir mal. Also erstmal brauchst du Sprit. Nee, da. Und natürlich haben wir keinen Sprit dabei. Dann klauen wir uns doch mal hier welchen. Zack. So. Dann befülle ich das jetzt. Fahr ein bisschen vor. Er wurde instant entladen. So, ich fahre ein wenig vor. Also hier könnte dann theoretisch halten. Bisschen zurück. So, Haltestellen-Dinger habe ich in die Kiste geschmissen, richtig? Ja. Das Kiste schmeißen sollte ich mir echt überlegen. Weil bei den Trips nach oben schaffe ich es wohl doch nicht ganz, mein Inventar mal voll zu füllen. Und ich verpasse halt doch recht viel. So, die Seite war wichtig. Das heißt, der kommt jetzt von oben, hält da. Du bist nicht Don Firko, du bist Home. Train Stop Home. Okay. Rein da. Nach hinten fahren. Anhalten. Entleeren lassen.
Home Runtage Station. Zack. Das ist falsch. Wenn ich da jetzt nämlich... Ja, also zu weit vorne. Q. Du, dich hätte ich einfach weiter nach hinten schieben können. Du geh hier wieder... Du geh hier wieder rauf. Kriegst auch wieder Sprit. Dich setze ich mal ein Feld weiter nach... So... Velocs Haus, ja. Fahr da hin. Das sieht sehr gut aus. Du da. Passt. Passt. Passt nicht mehr ganz. Ja, aber die Arme nehmen auch von so leicht schräg was. Das heißt, wenn ich hier wirklich so eine ganze Wand hinmache aus Ärmchen, die übrigens... Ja doch, die sind nah genug dran. Ja, guck mal, wie lange Ärmchen die haben. Das heißt, die werden überall was rausnehmen. So, und dann überall Kisten. Das sind Mauern, das sind keine Kisten, die rüber. So. Brauch mehr Stahlkisten. Mehr Stahlkisten. So. Dann brauchen wir eine Kiste auch noch, die das Ding da befüllt. Und dann nehmen wir bitte eine Gib mir Kiste. So. Dann eigentlich noch mehr davon. Mehr. Das war das doofe Ding. Okay, bau einfach nur ein zum Befüllen jetzt bitte. Da. So, du hast keinen Strom, das beheben wir gleich. Du brauchst Brennstoffblöcke. Nicht Stein. Brennstoffblöcke. Davon 100 Stück. Und du hättest gerne einen Strommast. Das ist nachvollziehbar. Ist genehmigt. So. Und jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch eine Lok. Wofür wir Engines und Stahl bräuchten und pappen die da hinten dran. Und dann wäre das auf diesem Ende schon mal fertig. Und danach müssten wir nur noch zurücklaufen und den ganzen Weg bauen. Sowie die Station in Erz 1. Aber das sollte ja machbar sein. Ja, Forschung. Immer noch hellblaue Tränke. Beziehungsweise immer wieder, weil Eisen und so. Du siehst nicht gut aus. Du Puffer, du. Wir haben alle schon MK2-Speed-Dinger drin. Oder auch nicht. So, mehr Stahl. Mehr Eisenverbrauch und so. Wobei es hier ja eigentlich wieder okay wäre, die pinken Dinger zu nehmen, ne? Egal. Erstmal jetzt bauen. Und die Lok braucht noch die Engines, richtig. Lauf runter. Da. So. Lok. Okay. Das heißt, wir laufen gleich wieder hoch. Diesmal ohne unseren Wagen. Was ein bisschen gefährlich ist, falls große Beißer kommen, weil wir nicht vor denen weglaufen können. Was mich daran erinnert, dass wir noch die Gehhilfe bauen sollten. Mit 10 blaue, 30 rote. Ja, aber die Gehhilfe brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar 2 oder 3 Stück davon, sonst schaffen wir es nicht wegzulaufen von den Gegnern. Und das ist doch ziemlich wichtig. Was haben wir alles für Gedöns? Nimm das mal alles mit. Da. Sortiere das dann mal in die richtigen Kisten ein. Sonst haben wir in jeder Kiste ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und so weiter. Das ist doch alles doof. So, hoffentlich hier ist Stein. Da kann er Stein hin. Da ist Holz. Da kann mehr Holz hin. Rote Engines. Blaue Chips. Alles da, was man braucht. Es ist nur in den falschen Kisten. Ganz viele Mauern. Stahlträger. Ich wollte schon sagen Lasertürme, aber nein, das sind Gun Turrets. Ja, okay. Da, Diesel-Lok. Diesel-Lok. Wow, das ist ein krasses Licht von... Wow. Okay, ist das neu? Oder ist das gemoddet, oder? Sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus. Hier, Diesel-Lok. Vorne dran, die bräuchte dann ebenfalls eine Gib-mir-Kiste.
Bisschen weiter unten. Und ein schnelles Ärmchen. Und Brennstoffblöcke. So, ist hier ein Roboport in der Nähe? Ja. Das heißt, die Kisten müssten eigentlich befüllt werden. Ich schnapp dich mal und gebe dir 6 Stück. Ist nicht viel, aber sollte dich eigentlich bis nach Erz 1 bringen, wenn denn die Gleise nachher stehen. Dann würde ich dich erstmal gerne umbenennen, wieder nach Home. So. Ja, du hast nur Home da und später Erz 1. Okay. Warum sind da Steine drin? So, weil ich irgendwann mal gesagt habe, er sollte kurzfristig Steine reinlegen. Ja, ist okay. So, jetzt ganz viele Gleise. Dafür hätte ich gerne die Steine hier. Zack, zack. Ganz viele Gleise. Und Kurven. Also wir brauchen eine Kurve hier, damit wir nicht in den Teich reinfahren. Also wir könnten es zubetonieren, aber es ist ein... Ich weiß gar nicht. Weil wenn wir schön viele gerade Strecken haben, fährt der Zug, glaube ich, auch schneller, als wenn er in die Kurven gehen muss. Also es könnte sich eventuell lohnen. Wie teuer war der Landfill? Nee, das ist Quicklime. Oder was war Landfill? Hier, bigger Landfill. Brauch nur Steine. Bau mal. Okay, raus. Ich teste mal. Ich nehme jetzt so ein bigger Landfill und plopp das hier rauf. Flupp. Flupp. Alle. Okay, aber es kostet nur Stein. Also, was heißt hier nur? Und wenn ich es richtig gesehen habe, die ganzen Edelsteingeschichte braucht so dermaßen viel Stein, dass ich das sehr vorsichtig damit sein sollte eigentlich. Aber genau das Ding verstehe ich nicht. Water be gone. Braucht Eisenplatten. Aber wenn ich das Ding setzen will, dann sagt er mir, du brauchst Landfill oder so ähnlich. Inzwischen Landfill zu viel Water Burries. Oh. Das ist... Wow. Das ist sehr heftig. Also ich hatte mich jetzt aufs Wasser raufgeklickt und er hat mir berechnet, wie viele Landfills ich im Inventar haben müsste, um den kompletten See hier wegzumachen. Und das wären 37 große. Also 37 mal 80. Ist eine Menge Stein. Ja, 600 reichen ja nicht. Aber mit 10 bigger Landfills könnte ich da fast schon rüber. Während das gebaut wird, kannst du hier schon mal... Dum, 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 dum. Genau, damit wir auch wissen, wo wir zumachen müssen. Die werden alle noch gebaut. Da, bigger Landfill. Ich mache das einfach mal genau hier. Ah, okay. Man kann sogar ein bisschen Abstand dazu haben. So, das sollte eigentlich schon reichen, oder? Ah, sehr schön. Kommt mir vor wie im Wilden Westen. Oh. Wir werden jetzt wirklich mal richtig angegriffen. Aber das ist Erz 1, das ist kein Problem. 44 Turrets engaged eben gerade. Hammer. Also es war sehr, sehr gut, dass wir die Akkus dahin gebracht haben. So, mal, da muss zu. Da muss zu. Da könnte ein Problem werden, aber ich guck mal. Tok, 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 tok. Sehr gut. Also, da hätten wir schon mal eine Abkürzung. Das heißt, hier kommt dann irgendwann eine Kurve hin, die dann gerade hoch geht. Ich sollte dann eigentlich jetzt nach oben laufen und von oben gerade runterziehen, anstatt von hier unten hochzuziehen und dann zu merken, dass wir vollkommen falsch sind, ne? Ja. Okay. Also, nächster Schritt. Karte aus. Nächster Schritt, ich sortiere mal wieder mein Inventar aus. Das ist doof. Brauche ein größeres Inventar. Aber nein, ich sortiere jetzt nur Sachen aus, die wir wirklich nicht benutzen wollen. Dafür hatte ich ja früher die Logistikkisten, aber ich mache jetzt mal eine extra Kiste hier. So, da kommen Sachen hin, die wir wirklich momentan absolut nicht brauchen können. Steel Furnace brauchen wir nicht, einen MK1 Boiler brauchen wir nicht, den MK, den Water Begon brauchen wir nicht, Handgranaten nicht, Holzkisten nicht. 2 Steine, 2 das, 3 davon, 10 Holz brauchen wir nicht.
Stuttgart. Ein Cargo Wagon kann ich hier in den Zugbedarf mit reinschmeißen. Genau wie die ganzen Schienen. Wobei ich davon ein paar brauche, so. Trainstop nehme ich mal mit, falls wir oben damit schon anfangen wollen. Ja, dann ist okay. So, jetzt. Nächster Schritt. Nächste Folge. Wir laufen hoch, schnappen uns das ganze Eisen, gucken, wo wir da eine Bahnstation hinpacken sollen, weil das Ganze ist ja schon recht eingebunkert und braucht tierisch viele Türme. Und setzen dann hier die Kurve und da die Kurve und deuten schon mal den Weg nach unten an. Ah, Mist, wir müssen hier nicht nur andeuten, wir müssen sogar genug Dinger mitnehmen, damit wir es runterziehen können. Also muss das doch mit. Das heißt, das Stein muss auch mit, damit ich unterwegs noch mehr Schienen bauen kann. So, 104. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.